So, das, genau. Ich brauche einen Hulk. Und Essen. Achso, ja, stimmt. Weiter. Hulz und Essen braucht man. Achso, jetzt kann ich gar nicht mehr hinter mir runterspringen. Nee, das geht nicht mehr. Achso, wegen den Sprenglern. Was kostet mich da einer? Wo war denn das Gedöns nochmal? Ike, vielleicht wäre es auch. Ist der erstmal wegen den Sprenglern. Probieren die Sprenkler mit Wasser, also die jetzigen Sprenkler mit Wasserleitung zu versorgen. Können wir nicht, weil wir die Leitung nicht haben. Wir haben nur die für einen Kraftstoff. Okay. Dann braucht man noch irgendein Rezept, was wir finden müssen. Okay. Jetzt war ich doch gerade. Hä? Da ist der Sprinkler. Bolzen und Leitplatte. Was brauche ich für die Leit? Da brauche ich wieder Kupfer, siehst du? Kunststoff, Kupfer und Glibbery Ditchmasse. Ich habe Kupfer immer mitgenommen, aber für die Massen musst du ja erstmal schmelzen. Nö, ich brauche nur ein Kupfer pro Leitplanke und das reicht schon. Ich muss nur auf den Glibber warten. Da mache ich zwei Sprinkler, dann gucken wir mal, ob das oben, wenn wir das platzieren, ob das bewässert. Ja. Dann lassen wir uns überraschen. Vor uns kommt schon wieder eine Insel. Was? Warte, ich lenk ein. Okay. Wo ist das Lenkrad? Da oben. Das ist aber nicht die, die ich da. Nee, nee. Die Ehen ist jetzt hinter uns. Dann dort. Ja, also, ist ja egal, dort wachsen wieder zwei Bäume. Was? Da kommen wir ohne Motor nicht hin. Dann warte, ich wieder ein bisschen Power. Ich gucke, hier ist ein bisschen Holz. Ich gehe nochmal kurz was trinken. Wie viele Planken habe ich? 1, 2, 3. 1, 2, 3 und anschalten. Auf Backboard, achso, du verstehst du Backboard? Nö, links oder rechts, egal. Einfach sagen. Links. Links ist ein Fass. Ja, da sind vielleicht zwei Bretter drin, wenn es hochkommt, oder drei. Die bringen uns nicht die Welt. Ja, aber vielleicht Eisen. Das wäre dann echt seltsam, wenn da auf einmal wirklich Eisen drin wäre. Hab ich schon. Ich habe bis jetzt nur ein Roheisen mal aus dem Fass gekriegt, aber das war das einzige. Zwei. Bist du ankermäßig? Bolzen. Ich bin hier unten. Ich kann jederzeit auswerfen. Und du kannst. Und da hat er eigentlich schon wieder Hunger. Was ist denn los? Warum verbrauche ich momentan so viel Essen? So, ich stelle jetzt mal oben. Haben wir. Ja, da haben wir Platz. Nee, kann ich noch nicht hinstellen. Ich brauche das Holz. Ich brauche Holz.
dort rechts, aber für das eine Teil. Das ist sehr nice. Das. Wenn das so weitergeht, haben wir auch bald kein Plaste mehr. Oh, ich hab's falsch ausgewählt. Ja, moin. Jetzt wirklich und fehlt Plaste? Ey, das Plaste brauchst du für die Bodenteile. Ich hatte das falsch ausgewählt. Mann, wie rum steht denn jetzt das scheiß Ding? Warte mal, das knubbelt die. Boah, Arschlochei. Du, wenn das so ist, dann geht das in die Richtung. Das heißt, wir müssten das dann eigentlich andersrum drehen. Nee, die kann man noch nicht ernten. Aber den hier. Ach, ey. Die paar Holzstämme, die ich habe, klaut er mir jetzt auch noch. Heulen hier rum. Eigentlich braucht ihr halt echt selbst. Und deswegen gehört aber das ganze Baumzeug nicht dir, wenn, vor allem wenn ich mich hier hinsetze und die Dinger baue, dass wir viel mehr dann haben. Ja, aber wir müssen den, die Diskussion hatten wir schon mal, wir müssen den Laufenbetrieb erst aufrechterhalten, dann können wir weitermachen. Welchen laufenden Betrieb? Und nicht andersrum. Welchen laufenden Betrieb? Das musst du mir jetzt Öfen. Erklären. Topf, willst du mich verarschen? Du kannst den Topf ruhen lassen, so viel Essen wie hier drin ist. Da muss ja, erstmal. Da muss erstmal nichts gemacht werden. Doch. Nee. Ich mach das immer weiter, sobald ich neue Rezepte habe. Du hast aber keine neuen Rezepte. Schon mal daran gedacht. Zwei Stück. Trotzdem sind die Kisten randvoll mit Essen. Also sag mir nicht, dass das ein laufender Betrieb ist. Das kann jetzt die nächsten 20 Folgen ausfallen. Gut, anders könnte es auch ausfallen, dass ich aufhöre zu tauchen. Denn ich bin der Einzige, der die ganze Zeit hier angeknabbert wird. Die Diskussion hat man in einer anderen Folge schon. Ich war sonst immer tauchen. Ja, aber du bist der Einzige, der gerade die Erze, also ja. Eisen braucht. Ich brauche es gerade überhaupt nicht. Aktuell brauche ich kein Eisen mehr. Die Schwimmplatten sind alle verstärkt. Ich brauche kein Eisen mehr. Außer vielleicht, wenn du irgendwas herstellen willst, wie eine Axt oder sowas. Und nicht, ey, du hast nicht immer einer Folge rumgebrüllt. Ich brauche Tonnen an Eisen. Warum? Was glaubst Moment, du, warum stopp. Die ganze Zeit Moment, für was brauche ich denn Eisen? Du hast nur gemeint, du brauchst Eisen. Das war die erste Folge, die wir heute aufgenommen hatten. Wegen den Bodenplatten. Mittlerweile brauche ich überhaupt kein Eisen mehr. Und das ist jetzt die vierte, seit 3 Folgen. Dann sag das doch. Was glaubst du, warum ich die ganze Zeit tauche? Nicht, weil es mir Spaß macht. Warum sollte ich immer alles sagen? Weil du sonst auch deine Riesenklappe so, aufweist, und in den ersten 30, warte, wir sind jetzt bei der Folge 5, 6, 7, 8, 39. In den ersten 30 Folgen war ich dauerhaft unter Wasser. Während du dich dann... Ja, ich auch. Ich auch. Heute war ich bei jeder Insel. Bei fucking jeder Insel mit dir unter Wasser. Dago, ich rede von den ersten 30. Das ist gerade Folge 39, ja? In den ersten 30 Folgen, wo Nico ab und an sogar noch da war, war ich wirklich in jeder Folge unter Wasser. Und ich habe mittlerweile... Vor Nico war ich 24/7 unter Wasser. Ja, ich habe mittlerweile die Schnauze voll, vor allem von den Diskussionen immer. Und dass du dann so anfängst, dein Holz hier oben und ich muss mich mit ein paar Bäumen auf den Inseln zufrieden geben oder was hier angeschwemmt wird. Ich kann das Projekt auch quitten, weil ich bin gerade ein bisschen angepisst, um ehrlich zu sein. Und ich schläg heute dauerhaft an den scheiß Motoren hier hinten nach. Damit wir überhaupt vorwärts kommen.
Aber wenn, gut, eine Bitte habe ich. Wenn du abholst, dann setz bitte wieder ein Setzling und gieße den. Wenigstens das. Das überlege ich mir. Dann füll du da unten aber auch das Wasser nach. Nö, dann füll du da unten aber auch das Wasser nach. Ich habe massig Folgen, wo die Dinger immer leer waren. Wenn es leer ist. Nee, auch wenn noch Wasser drin ist, kannst du hinten schon nachkippen. Hab ich ja vorhin auch gemacht in der letzten Folge. Ja, erklär mir mal bitte warum. Das ist jetzt wieder so ein laufender Betrieb. Wenn vorne 2 Tassen Süßwasser drin sind, kannst du hinten 3 Tassen Salzwasser nachlegen. Damit das dann automatisch wieder umgewandelt wird. Klar, nur dafür haben wir ja 2. Wenn da vorne der leer ist, gieße ich den voll und nehme aus dem hinteren. Hast du das mal gemacht? Das geht viel einfacher, weil du dann nicht genauso pingelig zielen musst. Was ist das jetzt denn gelückt, hä? Mach da rein. Außerdem sind wir verdurstet. Nein. Also ich hab dauerhaft Durst auf diesem Kackboot. Ehrlich gesagt habe ich aber auch erstaunlich viel Hunger die ganze Zeit. Bewässert das und das seitlich. Also das müsste normalerweise reichen. Hatten wir nicht mal ein bisschen mehr Kupfer? Ich hab nur 4 Stück verballert. Für welches Item hast du das eigentlich? Echt, hatten wir nur so wenig? Funktioniert das denn? Weiß ich nicht. Das ist halt das Problem. Warte, der müsste ja bald. Ja, der ist fertig. Dann setzen wir da einfach gleich einen Setzling und schauen mal, ob er bewässert wird. Ja, aber warte, warte mal, bevor du den setzen tust. 2. Ich habe aus Gewohnheit wieder bei den anderen. Ich würde das nämlich hier anders machen. So. Und einmal R. So hier. Glaubst du, dass das funktioniert? Werden wir sehen. Dann könnte ich hier noch eins hin, dann das zur Seite. Dann hätten wir hier schon 4. Dann da drüben wären wir bei 8. 9, 10, 11, 12. Also wir könnten hier dann später 12 Bäume anpflanzen. Und da lasse ich mittlerweile schon die letzte Reihe hier weg, dass ich nicht mal mehr über 100 Holz brauche. Hier unten ist zu. Ich hätte mir vorher mal jemanden. Ja, wässert, wässert. Gut, funktioniert. Und warum hast du da unten zugemacht? Ist dahinter was? Hä? Wie? Ja. Also. Ach so, das Ding, nö, einfach damit schön aussieht. Ja. Weil da unten kommt ja dann noch die ganze. Und ich spring gerne mal von einfach runter. Und da ist. Hä, warte mal, von was zumachen redest du denn jetzt? Zeig mir mal bitte, was du jetzt meinst, wegen zumachen. Hier. Ja. Wir hatten sonst halt immer diesen Steg hier, den Laufsteg weitergemacht, darum. Naja, nö, auf der anderen Seite ist es ja auch zu, weil hier unten ja dann die komplett nur noch die Ölraffinerie und all, hier der Kraftstoff-Scheiß reinkommt.
Apropos, wir fahren erstmal weiter, oder hast du da noch was? Ach, da oben, das sind noch Bäume. Ja. Wenn ich da über hochkomme. Hoch kommt man. Hier kann man nicht machen. Ach du Scheiße, für die Raffinerie brauchen wir 10 Planken. Und wir können noch keine Bienennester herstellen. Was fehlt uns da denn? Bienenglas. Ja, gut. Aber wo soll das hier bitte schön sein? Ui, hier oben war eine Küste. Schon wieder Arschgesicht. Hä? Man kann nicht mal ein Bienenglas herstellen. Nee, das finden wir wahrscheinlich. Ah, okay, Ludey. Gib noch kurz das her. Jetzt müssten wir irgendwo den Honigtopf haben. Aber wo? Da unten. Honigtopf. Honigwabe und Glas. Schmeckt lecker und kann zur Herstellung von Biotreibstoff verwendet werden. Aber warum dieses Bienenglas? Ja, wir brauchen ja noch Bienen, damit das überhaupt funktioniert. Und die sind wahrscheinlich in dem Glas eingesperrt. Ja, aber wie will... Warte mal, gab's dort der Honig auf der Insel? Nein. Scheiße. Hättest du die einfach mit dem Glas einsperren können, oder warum? Nee, mit dem Insektennetz. Mit dem Insektennetz einfach mal fangen. Dafür brauchten wir doch irgendwas, oder? Das waren die Netzkanone, die nicht ging. 15 Holz, 6 Seil, 2 Glibber, 1 Bolzen. Ja, machen wir bei der nächsten Insel, würde ich sagen. Es wird ja noch häufiger kommen. Hoffentlich. Boah, ich krieg die ganze Zeit von Steam hier Meldung, ey, das nervt schon wieder. Warum? Tiger, Farmboy. Also, dass wir alle was spielen, oder was? Ja. Ist der hier fertig eigentlich? Nee. Der auch nicht. Eigentlich nimmt das Holz auch noch aus der Kiste, oder? Und das musst du sagen, dass du da was reingeschmissen hast. Hab ich in unserer Diskussion. Immer wenn ich Holz übrig habe, lege ich da welches rein. Das. Ich fahre jetzt erstmal weiter, oder? Ja, kannst du machen. Hier fehlte was, und zwar die Dinger. Kannst du kurz den Anker legen, wenn du unten bist? Jupp, danke. Zieht hoch. Jo, jetzt kann ich dort oben beim nächsten Mal zubauen und dann können wir die anderen Dinger setzen. Und dann wäre das soweit fertig hier. Also ich brauche noch 4, 8, 16, 20 minus 3, 17 Holz. Dann wäre das hier oben auf jeden Fall schon mal fertig. Mal gucken. Hier ist nichts drin. Da kommt ein Fass. Was zu weit weg ist.
Kommt ihr eigentlich auf die Etage mit dem Lenkrad auch noch was? Wo ist denn das Lenkrad? Ganz oben, ne? Ich bin am überlegen, ob ich das Lenkrad dann im Nachhinein... Ernsthaft? Ja, mit der Machete geklatscht. Ob ich mal das Lenkrad eins nach unten setzen, zwischen Antenne und dem der Funkstation, beziehungsweise die Funkstation weiter nach vorne und das Lenkrad davor, dass du immer die Funkstation vom Lenkrad aus dem Auge hast. Dass wir dann hier oben wirklich Vogelnester und sowas machen können, wobei bringt nee, nichts. Ich würde das wirklich da oben erhöht lassen, weil da kannst du echt viel besser sehen. Außerdem wenn, auf dem Monitor siehst du auch alles. Ja, das und hier bringt auch nichts mehr. Wenn die Bäume dann da hinten stehen, ist sowieso kein Platz mehr. Ja. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das mit den Vogelnestern machen. Wenn wir die überhaupt brauchen. Ist jetzt immer auch ohne klar gekommen. Ach so, Vogelnestern. Ganz ehrlich. Wär einfach nur schön wegen Essen, aber sonst ist die auch nicht. Nee, wir haben genug Essen. Ja, ich möchte einfach mal alles haben. So wie du in Pams Arbeitsplatz. Nee, das habe ich mittlerweile auch sein gelassen. Hast du es überhaupt jemals geschafft? Nein. Egal wie viele Spielstunden ich mit dieser Mod habe. Die ist halt echt so extrem umfangreich. Ja, bei Sky kriegst du ja sowieso nicht alles hin, weil da einiges deaktiviert ist. Und bei Continuum, keine Ahnung, da lege ich eher mehr Augenmerk mal auf alles andere als auf Essen. Ui. Standbild. Das yep, war ein fetter Leck, ey. Das heißt eigentlich Insel voraus. Eigentlich. Immer wenn irgendwas Großes geladen wird. Aber eigentlich ist eigentlich kein Wort. Na, ich mach mal kurz die Kühlung an. Hast du dir jetzt extra eine Kühlung für den PC zugelegt? So. Aber ich sehe aktuell noch nichts in der Umgebung. Ich weiß ja auch nicht mal, ob mittlerweile unter Wasser irgendwas rendern könnte. Ich glaube nicht, dass sie das machen würden, sonst... Wie soll man das denn mitbekommen, dass da was ist? Tchaikovsky? Also, ja. Jetzt muss ich das versuchen gleichzusetzen. Oh, mit den Sprengern ist das echt angenehm. So. Hast du noch 8 Holz für mich? Damit ich die Löcher hier stopfen kann. Oh Gott. Kann man die nicht einfach so irgendwie halbieren? Das reicht schon. So, jetzt können wir. Oi. Ach, das ist das Neue mit dem Update. Was? Das ist neu mit dem Update. Wir sind aber noch im ersten Kapitel. Ach so? Ja, weil wir halt auch schon die Rohre und alles machen können, aber ja. Das werden wir in der nächsten Folge sehen dort hinten.